Das Olma Areal, der Besuchermagnet St. Gallen. Knapp 750'000 Menschen pilgern letztes Jahr aufs Olma Areal, sei es für Messen, Kongresse oder Firmen-Events. Damit ist die Besucherzahl stabil geblieben und das, obwohl es ein bisschen weniger Veranstaltungen gegeben hat. Thomas Bartlemy. Die Olma, 11 Tage im Jahr, eines der Highlights von etwa einem Ostschweizer. Heute haben die Verantwortlichen der Genossenschaft aufs letzte Jahr zurückgeschaut. Und man kann sagen, 2016 ist unter dem Motto «Wer nichts wagt, der nichts gewinnt» gestanden. Etwa ein Projekt ist gescheitert, trotzdem stehen das Unternehmen finanziell gesund da. Beispielsweise an der Olma ein Milchviehaufstall mit Melchroboter zeigen. Das hat deutlich über 200'000 Franken zum Beispiel gekostet. Da haben wir gewusst, dass wir das am Ende des Jahres merken werden. Wir haben auch investiert in Produkte. Wir haben probiert, die Fest- und Hochzeitsmesse in Basel aufzubauen. Das ist uns nicht gelungen. Wir wollten St. Galler Tattoo retten. Das ist uns auch nicht gelungen. Also da sind wir gewisse Risiken eingegangen, aber die sind immer in einem Ausmaß, dass nicht irgendwie das Ganze gefördert werden würde. Daneben haben wir doch auch sehr stabile Ertragslieferanten, OFA, Olma, Tier und Technik. Und das macht es dann aus, dass wir am Schluss den Erfolg haben. Der Erfolg beziffert sich mit einem Cashflow von gut 8 Millionen Franken. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man den Aufwand vom Geschäftsjahr vom Ertrag abzieht. Eines der grössten Projekte in der mittelfristigen Planung ist die Überdachung der Autobahn beim Olma-Gelände. Das gibt ein Viertel mehr Fläche und vor allem die Möglichkeit, eine neue Halle 1 zu bauen. Es geht ja darum, dass man manchmal neue Sachen annehmen könnte oder dass man vielleicht am Wochenende, wo eine Messe stattfindet, gleichzeitig einen Medizinkongress oder eine Generalversammlung durchführen. Das ist heute häufig nicht möglich und das würde man gerne in der Zukunft möglich machen. Noch ist nichts spruchreif, aber die ersten Gespräche mit dem Kanton und der Stadt St. Gallen sind angelaufen. Die sollen sich mit um die 30 Millionen Franken am Jahrhundertprojekt beteiligen. Bis jetzt stehen alle Signale auf grün. Das Fernziel ist, dass die ganze Anlage im 2023 bezugsbereit ist. Der Direktor der Olma Messe gibt noch mehr Informationen bekannt, gerade im Anschluss bei dir, Matthias. Genau, Claudia. Der Nicolo Paganini ist nach wie vor zuversichtlich, dass in näherer Zukunft eine neue Halle über der Stadtautobahn steht. Wie weit das Projekt Neuland von der Olma-Messe ist, erzählt der Olma-Direktor gerade nach dem Wetter. Vor ein paar Jahren leben noch bis zu 40 Schwestern im Kloster Wonnenstein. Heute sind es gerade mal noch 5. Das ist ein Problem, vor allem für die Finanzen. Und darum gehen jetzt noch die verbleibenden Schwestern in die Offensive und eröffnen unter anderem ein Klosterlädeli. Tatsächlich hat das Kloster Wonnenstein schon andere Zeiten erlebt. Noch Mitte letztes Jahrhundert hatten über 40 Schwestern hier ihr Zuhause gehabt. Mit der Apotheke und Neuarbeiten haben sie genug Geld verdient, um zu sich selber zu schauen. Da wollen sie auch weiterhin. Darum eröffnen sie zusammen mit ihren Mitschwestern am Wochenende ein neues Klosterlädeli. Wir schauen gerade nach dem Wetter hinter Klostermauern von Wonnenstein. Und um 16:30 ist Zeit für den Spoken-Word-Künstler Renato Kaiser. Der Goldacher, der in Bern lebt, hat den Freitag und Samstag einen Auftritt in St. Gallen. Was das Publikum zu erwarten hat, verratet er Ihnen später. Und wie immer am Mittwoch, das Kino, bis gerade.